Nach ca. 11 Flugstunden erreichen wir Bangkok in Thailand. Mit etwa 12 Millionen Einwohnern einer der größten Städte der Welt. Der Transfer vom Flughafen zum Hotel dauert eine gute halbe Stunde. Zeit genug, um sich an das ganzjährig warme Klima zu gewöhnen. Der schnellste Weg führt über eine Autobahn, die auf Brückenpfeilern gestützt etwa 20 Meter über den Straßen Bangkoks verläuft. Sie ist gebührenpflichtig, aber sehr zeitsparend. Das Hotel Grand China Princess liegt inmitten von Chinatown, dem sicherlich facettenreichsten Stadtteil von Bangkok. Neugierig geworden, begeben wir uns auf den Weg, das Stadtzentrum zu erkunden. Der Chao Phraya River dient sowohl als Transportweg als auch zum Wäschereinigen, wovon sich dieser kleine Junge kaum beeindrucken lässt. Auf der Fahrt mit einem der unzähligen Wassertaxis entdecken wir neben historischen Gebäuden wie dem des weltberühmten Oriental Hotels auch viele Akzente moderner Architektur. Wassertaxis sind die schnellsten und flexibelsten Transportmittel Bangkoks. An jedem Pier besteht die Möglichkeit, von Bord zu gehen bzw. zuzusteigen oder bei einem der zahlreichen kleinen Handelsboote Kleinigkeiten einzukaufen. Wir sind schon sehr überrascht, die vielen kapitalen Rielse zu sehen, die trotz erheblicher Wasserverschmutzung so üppig vertreten sind. Vielleicht ein Beispiel, wie die Natur sich ihren Umgebungsbedingungen anpassen kann. Ein sehenswertes Ziel ist sicherlich Wat Pho, eine Tempelanlage inmitten Bangkoks. Unter den vielen Buddha-Statuen gibt es hier den berühmten ruhenden Buddha zu sehen, der mit einer Länge von 40 Metern sehr beeindruckend ist. Das Besondere jedoch sind seine mit unzähligen Intarsien geschmückten Fußsohlen, die erst bei näherer Betrachtung den Grad an künstlerischer Meisterleistung erkennen lassen. Neben weiteren prachtvollen Sehenswürdigkeiten innerhalb der Tempel empfiehlt sich ebenfalls ein Blick auf die Fassaden der kunstvollen Bauwerke. Eine Attraktion ganz anderer Art ist der Tagesmarkt in Chinatown. Neben allerlei Lebensmitteln finden sich hier insbesondere exotische Spezialitäten aus dem gesamten südostasiatischen Raum. Vielfalt und ein reichhaltiges Angebot in überwältigender Frische dominieren gegenüber unseren mitteleuropäischen Vorurteilen bezüglich der Hygiene eines solchen Landes. Der Nachtmarkt in Patpong indessen bietet neben einer facettenreichen Auswahl an gut kopierten Markenartikeln auch Dienstleistungen des horizontalen Gewerbes an. Das ist zwar in Thailand offiziell verboten, wird aber meist unter zweideutigen Bezeichnungen wie Gogo-Bar oder Escort-Service offeriert. Vorsicht ist jedoch geboten, da es sich bei diesen Schönheiten nicht immer um echte Damen handelt. Im Vergleich zu Patpong in Bangkok geht es im rund 800 Kilometer entfernten ähnlich lautenden Patong auf Phuket noch etwas ausgelassener zu. Hier finden einschlägig orientierte Touristen aus aller Welt eben das, was sie sich unter einem abwechslungsreichen Aktivurlaub vorstellen. Neben dieser schillernden Welt sind wir schon sehr überrascht, wie kontrastreich ein abendliches Unterhaltungsprogramm auf Phuket sein kann. Ein Hotel mit echtem Verwöhnaroma bietet das Palm Garden Resort in Chalong im Süden Phukets. Der erholungssuchende Urlauber findet hier genau die nötige Atmosphäre, um sich auf bevorstehende Tauchtrips vorzubereiten. Die Internetbeschreibung hat in der Tat nicht zu viel versprochen. Anlage und Unterkunft sind sehr gepflegt und mit vielen Annehmlichkeiten ausgestattet. Dass die Fauna der Anlage unter Einbindung aller Risiken ständig veredelt wird, zeigt sich ganz besonders bei dieser schwindelerregenden Aufnahme.
Die erste Tauchsafari beginnt mit dem Sammeln am Strand von Caron Beach und einer kurzen Fahrt durch die Nacht zum Ankerplatz der MS Mermaid 2. Das überaus geräumige und großzügig ausgestattete Schiff bietet mit einer Länge von 33 Metern mehr Platz als notwendig. Nach kurzem Kennenlernen und einer Einweisung freuen wir uns schon auf die Tauchgänge am nächsten Morgen. Endlich ist es soweit. Tauchen ist angesagt. Die Tauchplätze Hindeng, Hinmuang und diverse Spots rund um die Phi-Phi-Inseln präsentieren sich in atemberaubender Vielfalt. Sie liegen südlich von Phuket und gehören mit zu den anspruchsvollsten Highlights von Thailands Tauchzielen. Die Unterwasserwelt verdient hier zu Recht den Beinamen Fischsuppe. Neben diesen beeindruckenden Fischschwärmen und vielen Arten maritimen Lebens sollen hier auch Großfische anzutreffen sein. Daher wandert mein Blick auch immer wieder in Richtung offenes Meer. Dieser Oktopus findet meine Videoleuchten nicht so beeindruckend und macht sich da rasch aus dem Staub. Wir entschließen uns, eine der vielen Höhlen zu erkunden. Schade, dass sie nicht etwas größer ist. Kaum sind wir wieder im offenen Wasser, schweift unser Blick suchend nach den versprochenen Großfischen umher. Doch stattdessen entdecken wir das Wrack eines Fischerboots, das erst vor kurzem seine endgültige Ruhestätte gefunden haben muss. Besonderes gibt es hier noch nicht zu sehen und auch der Korallenbewuchs lässt sicherlich noch eine Weile auf sich warten. Umso mehr freuen wir uns, den ein oder anderen bekannten Meeresbewohner anzutreffen. Aber so richtig begeistert sind wir noch nicht, erwartet man doch nach einer so weiten Reise ein anderes Programm als beispielsweise im Roten Meer. Wir trauen unseren Augen nicht. Mantarochen und gleich zwei auf einmal. Schnell bringe ich meine Kamera in Position und erhalte die seltene Gelegenheit, ihre majestätischen Dahingleiten beizuwohnen. Mantarochen sind Planktonfresser und bevorzugen strömungsreiche offene Gewässer. Selten sieht man sie in Küstennähe, viel eher im offenen Meer oder, wie hier, an fernen Außenriffen. Sie ziehen oft einfach ihre Runden, ohne groß Notiz zu nehmen. Nur selten umkreisen sie Taucher oder spielen gar mit dem perlenden Luftvorhang, der beim Ausatmen in Richtung Wasseroberfläche entflieht. Als ob dieser hier ahnt, dass ich es mir gerade wünsche, schwimmt er direkt ins Gegenlicht und gibt mir Gelegenheit für diese wunderschöne Aufnahme. Warum sie gerade hier, jetzt und in dieser Gruppe auftauchen, kann uns wohl niemand beantworten. Wir würden sie gerne noch länger beobachten. Da aber unsere Tauchzeit dem Ende zugeht, bleibt uns nichts anderes übrig, als diese Erlebnisse in unserer Erinnerung abzuspeichern.
Diese kurze Tauchkreuzfahrt auf der MS Mermaid 2 mit den traumhaften Erinnerungen war schon sehr beeindruckend. Ob sich das noch steigern lässt? Unser nächstes Ziel ist ein kleiner Ausflug, um die Insel Phuket ein wenig kennenzulernen. Neben Stränden, Tempeln, Wachsmönchen und einer üppigen Vegetation lassen wir uns mit Interesse zeigen, wie Kautschuk gewonnen wird. Zunächst werden mehrere diagonal verlaufende Kerben in den Baum geritzt, die in einer großen vertikalen Kanalisierungsfurche enden. Unterhalb dieser Furche wird der flüssige Kautschuk gesammelt und anschließend weiterverarbeitet. Die nächste Tauchkreuzfahrt unternehmen wir auf der MS Marco Polo, einem gemütlichen Schiff, das ebenfalls für mehrtägige Tauchkreuzfahrten optimiert ist. Die Tour startet in den frühen Morgenstunden und führt in sechsstündiger Fahrt in Richtung Norden zu den traumhaft schönen Semilan-Inseln. Dort erfolgt das erste Briefing und schon geht's ab zum Tauchen. Wasserwelt gestaltet sich noch traumhafter als auf der ersten Tour. Bereits kurz nach dem Abtauchen erleben wir eine derart abwechslungsreiche Farbvielfalt, die uns nur schwer wieder loslässt. Aber auch hier sind es eher die kleineren Meeresbewohner, die wir antreffen. Vielleicht sind unsere Erwartungen durch die Erlebnisse der vorangegangenen Tauchkreuzfahrt etwas hoch. Wenn aber die Prognosen zutreffen, sehen wir mit etwas Glück weitere Großfische. Dennoch freuen wir uns über diese Sepia, die uns hier neugierig entgegenblickt. Dieses Rotfeuerfischbaby mag vielleicht erst wenige Tage alt sein. Erst später entwickeln sich Farbe, Flossen und Stacheln, die letztendlich diesem Fisch zu seiner Namensgebung verhelfen. Auf unserem entspannten Tauchgang durchs Riff begegnen wir weiteren interessanten Meeresbewohnern. Die eleganten Bewegungen dieser Meeresschildkröte faszinieren uns. Wir sind gespannt, wo sie sich zum Fressen niederlässt. Ob es sich um eine der seltenen Karetschildkröten handelt? Wir sind uns nicht sicher. Geduldig nimmt sie ihre Mahlzeit ein und lässt sich von unserer Anwesenheit nicht sonderlich beeindrucken. Gelbkopfmaränen sind immer auf der Lauer nach einem leckeren Happen. Daher betrachtet dieser hier uns neugierig und weiß uns nicht recht einzustufen. Eines der wohl schönsten Exemplare seiner Art ist der Leopardenhai. Er ernährt sich überwiegend von Krebsen, Fischen und wirbellosen Tieren. Da er nachtaktiv ist, ist es schon ein außergewöhnliches Erlebnis, ihn am Tage schwimmen zu sehen. Fledermausfische schwimmen meistens im Freiwasser und kündigen das Ende dieses Tauchgangs an. Geduldig warten wir an der Ankerleine die obligatorische Dekozeit ab und beobachten fasziniert diese Quallenart, von der wir bis heute nicht wissen, welcher Spezies sie zugeordnet ist. So wie der Sonnenuntergang die Nacht einleitet, bereiten wir uns auf den Nachttauchgang vor.
Das Leben im Riff verändert sich recht schnell, sobald keine Sonnenstrahlen mehr durch das Wasser dringen. Ein wenig müde legen wir uns noch schnell die Ausrüstung an, bevor wir in der Dunkelheit abtauchen. Unsere besondere Aufmerksamkeit bei Nachttauchgängen gilt den Meeresbewohnern im Makrobereich. Viele dieser nachtaktiven Lebewesen bekommen wir bei Tagtauchgängen nie oder nur selten zu sehen. Ganz erstaunt sind wir beim Anblick dieser Garnele. Musterung und Profil gleichen der seltenen Tapetengarnele. Aber die Farben sind unterschiedlich. Vielleicht entdecken wir gerade eine neue Spezies? Seeschlangen lassen sich von Tauchern nicht sonderlich beeindrucken. Man sollte ihnen nicht zu nahe kommen, da sie zu den giftigsten Tieren im Riff zählen. Bei dieser hübschen Krabbe und ebenfalls dieser interessanten Leuchtqualle scheiden sich die Geister, um welche Art es sich jeweils handeln könnte. Mal ehrlich, mit etwas Fantasie kommen schon Gedanken auf, sich bei diesen Aufnahmen ein wenig an Filme wie Abyss zu erinnern. Der Anblick dieser leckeren Kammlanguste führt uns wieder in die Realität zurück. Sie wird bis zu 33 cm groß und ernährt sich von Aas, Würmern, Muscheln und Stachelnhäutern. Langusten sind nachtaktiv und verstecken sich tagsüber meist gruppenweise in Höhlen und Spalten. Dieses ausgewachsene Prachtexemplar kann wahrscheinlich meine Gedanken lesen und zieht es vor, schleunigst ein sicheres Versteck aufzusuchen. Während des Nachttauchgangs bereiten Nui und Oi unser leckeres Abendessen vor. Ihre Kochkunst verwöhnt selbst den anspruchsvollsten Gaumen. Gästewünsche werden stets berücksichtigt und umgesetzt. Und das dreimal am Tag. Daher ist es nicht verwunderlich, dass an Gewichtsreduzierung gar nicht erst zu denken ist. Nach einer geruhsamen Nacht folgt eine kurze Erholungspause in einer Bucht vor den wunderschönen Similan-Inseln, bevor wir zum anspruchsvollsten Tauchziel gelangen, dem Richelieu Rock. Bereits kurz nach dem Abtauchen entdeckt Horst die erste Attraktion. Ein ausgewachsener roter Oktopus fühlt sich durch diese Begegnung sichtlich gestört. Vergeblich unternimmt er Tarnungs- und Abwehrmanöver durch pulsierende Veränderungen seiner Hautchromatophoren. Oktopusse sind nachtaktive Jäger, ernähren sich von Muscheln, Schnecken, Krebsen und Fischen und kommen nur selten tagsüber aus ihrem Versteck. Daher freuen wir uns umso mehr, ihn jetzt anzutreffen. Trotz der beeindruckenden Fischschwärme am Richelieu Rock gleitet unser Blick immer wieder ins Freiwasser, um den Augenblick der Begegnung mit Großfischen nicht zu verpassen. Manch einem steht die Ungeduld förmlich ins Gesicht geschrieben. Der Tauchgang nähert sich nun schon dem Ende und wir denken bereits an den Aufstieg. Doch plötzlich taucht er wie aus dem Nichts auf. Der größte noch lebende Fisch, ein Walhai. Dieses etwa 6 Meter lange Exemplar wurde bereits vom Tauchguide angekündigt, dass er seit ca. 2 Wochen am Richelieu Rock seine Runden dreht. Das ist aber noch lange keine Garantie, ihn auch zu Gesicht zu bekommen. Daher freuen wir uns umso mehr, diesem Erlebnis beizuwohnen und genießen diesen Augenblick.
schön, dass er noch eine weitere Ehrenrunde einlegt, bevor der Tauchgang zu Ende ist. So erhalte ich noch einmal die seltene Gelegenheit, diesen friedvollen Riesen mit meiner Videokamera einzufangen. Möge er noch viele Jahre vor sich haben und nicht in irgendeinem burmesischen Fischerboot landen. Eindrucksvollen Erlebnissen war die Tauchsafari leider zu Ende. Noch schnell ein paar Bilder fürs Familienalbum und dann geht's zurück Richtung Phuket. Die Begeisterung hält sich in Grenzen bei der Vorstellung, wieder Land unter die Füße zu bekommen. Dafür wurden wir einfach zu sehr von den einmaligen Erlebnissen, dem tollen Service und der überaus schmackhaften Küche verwöhnt. Ein kleiner Schwatz noch auf dem Sonnendeck, bevor sich die Wege an Land in alle Richtungen trennen. Bye bye Marco Polo, wir kommen bestimmt wieder. Am Abend im Hotel werden die Gäste mit thailändischer Folklore verwöhnt. Sie ist etwas gewöhnungsbedürftig und gleicht der indischen Folklore ein wenig. Ist es ein Augenschmaus, den grazilen Bewegungen zu folgen. Recht lustig wird es dann aber, wenn ein Gast oder in diesem Fall Tauchguide Gerd aufgefordert wird, den etwas komplizierten Tanzstil in kurzer Zeit zu erlernen. Aller Anfang ist schwer und mit ein wenig Übung klappt's bestimmt beim nächsten Mal. Die in Thailand gesammelten Erfahrungen und Eindrücke sind eine echte Bereicherung. Daher können wir uns nur schwer an den Gedanken gewöhnen, bald wieder in Deutschland zu sein. Es wird aber sicherlich nicht sehr lange dauern, bis uns das Fernweh erneut heimsucht und an die schönsten Plätze dieser Welt geleitet.